Der DAX-Check am Dienstag. Willkommen dazu, liebe Zuschauer. Natürlich auch willkommen, Thomas Bergmann. Guten Morgen. Wir sind ein bisschen früher dran als sonst, zumindest die, die uns jetzt live sehen. Es ist kurz nach 9 Uhr, um genau zu sein. Wir haben schon den ersten Kurs. Der DAX ist im Plus gestartet, 0,2%. Also er stabilisiert sich ein bisschen, nachdem wir letzte Woche schon 1,3% und gestern dann wieder über 1,3% verloren haben. Kleiner Stabilisierungsversuch. Ja, genau. Also die Themen sind die gleichen. Italien, Schuldenfrage, Handelskrieg. Das belastet die Märkte und jetzt hoffen wir mal, dass in dem Bereich 12.000, die ja doch psychologisch wichtig ist, mal ein Boden gefunden wird. Was auch noch dazu kommt, IWF hat die Prognose für die Weltwirtschaft gesenkt. Also es kommt schon einiges im Moment auf die Märkte zu. Dann in Amerika geht es langsam ein bisschen die Luft raus, was natürlich an den steigenden Zinsen liegt, was das ganz große Thema, übergeordnete Thema ist im Moment. Die Angst vor einer strafferen Geldpolitik in Amerika. Wir sind da schon bei 3,23% gewesen. Das ist deutlich mehr als die durchschnittliche Dividendenrendite in Amerika sowieso. Aber selbst in Deutschland muss man jetzt dann schon suchen, dass man da Werte findet, die da drüber liegen, auch wenn die Kurse jetzt zurückgekommen sind. Es gibt eine Reihe, klar, aber wenn man das im Durchschnitt sieht, dann ist das schon mal eine Hausnummer, 3,2%. Selbst für Zweijährige bekommt man 2,8. Und wenn ich da großer Investor bin, dann gehe ich doch lieber in die sichere Staatsanleihe als in die Aktie. Und trotz der kleinen Zugewinne vom heutigen Tag notieren wir weiter unter 12.000 Punkten, nicht allzu deutlich. Das ist jetzt noch ein bisschen zeitversetzt, also ein paar Punkte höher notieren wir mittlerweile wieder. Aber welche Marken außer dieser psychologisch wichtigen stehen noch im Fokus? Also wie gesagt, wir haben immer das Problem mit den Schlusskursen, aber wir können trotzdem darüber sprechen. Wir sind eben in diesem Abwärtstrend gefangen, der da jetzt da so läuft. Und wenn man diese Linien gerade zeichnen würde, dann wäre hier der Boden im Bereich 11,7. Und das, wenn wir dann auf den nächsten Chart, aber da warten wir noch, schauen, dann fällt es mit dem Jahrestief zusammen. Also das ist ganz wichtig auf der Unterseite. Hier sollte spätestens mal eine Trendwende erfolgen. Wobei, ich sag mal, wenn das jetzt hier auf diesem Niveau erfolgt, wäre das auch kein Schaden. 11,955 ist dieses Tief auf Schlusskursbasis, 11,865 auf Intraday-Basis. Also wenn wir hier jetzt eine Erholung schaffen, könnten wir wieder an diesen oberen Rand heranlaufen. Wichtig ist, dass wir über die 12,3 kommen, damit wir mal uns die Chance zumindest eröffnen, wieder den Bereich der 200-Tage-Linie, die mittlerweile ja unter 12.600 Punkten verläuft, hinzukommen. Die ist noch abwärts gerichtet, also wir brauchen nicht drum herum, man merkt es an der Stimmung, das Sentiment ist gekippt. Also die viele sagen jetzt 50% Korrektur. Ja. Nur wir haben uns gestern die Märkte mal die Bewertung angeschaut. Der Dow mit einem Kursbuchwertverhältnis von 3,1. In Deutschland das Kursbuchwertverhältnis von 1,5. Wo ist das wahre Niveau? Wahrscheinlich in der Mitte, sagt man immer so schön. Mhm. Aber die Amis sind immer höher bewertet. Also da muss man einfach das berücksichtigen. Eben hier nochmal das Bild. Entschuldigung, dass ich dir ins Wort falle. Kein Problem. Eben hier im Bereich der 11,9. Da darf es nicht drunter gehen. Das sieht man, weil dann ist zwar hier nochmal eine kleine Unterstützung, aber richtig ernst wird es dann zwischen 11,7 und 10,7 und 10,4. Das sind schon ganz andere Marken, über die wir dann sprechen müssten. Aktuell positionieren wir uns oder gibt es einen Short-Produkt? Wir hatten überlegt, ob wir nochmal auf die Short-Seite gehen, war so hin und her in der Redaktion. Wir haben uns jetzt darauf festgelegt, wir schauen, wann wir hier unten vielleicht nochmal einen Long-Trade dann ins Auge fassen. Das ist so die Vorgehensweise, die wir uns jetzt vorgenommen haben. Jetzt blicken wir nochmal nach Frankfurt an die Börse, zum einen auf den DAX und vielleicht auch so ein bisschen das Entourage außenrum. Denn, warum wir heute auch früher dran sind, Westwing geht an die Börse. Mhm. Und das wird gleich begleitet von unseren Kolleginnen aus Frankfurt, die sich sicherlich schon bereit gemacht haben. Hier sehen wir schon Viola Grebe, Olli Roth ist dabei, Cornelia Eidlott wird auch noch für endlich Aktionär was aufzeichnen. Und den DAX sehen wir auch noch 0,14%, da hat sich nicht viel getan. Also da können Sie gleich dranbleiben. Da gibt es bei uns im Livestream bei der Aktionär TV oder eben auch auf Facebook eine Sondersendung zum Vielleicht IPO. Noch ein Wort zu Westwing. Hm? Sieht man ja auch, 26 Euro ist nicht das Maximum, was man da ausreizen konnte. Also die Stimmung ist nicht mehr so gut wie noch im Sommer.
Na gut, wir werden schauen, wie es läuft. Unsere Kolleginnen informieren uns. Dankeschön für heute, Thomas. Sehr gerne. Danke auch Ihnen. Viel Spaß beim Westwing IPO und bis morgen.